Mariella ist heute mein Ausreit-Dummy. Weil Mariella das Ausreiten liebt. Ja. Gell? Genau. Und darum habe ich mir gedacht, ist es heute ein guter Tag zum Ausreiten. Und damit der Islenio die Reiterhilfen akzeptiert, wenn es praktisch irgendwo hingeht, sitzt die Mariella drauf, aber erst zur Sicherheit noch an meinem Strick. Und wir gehen da überhaupt kein Risiko ein, weil meine Schüler sind mir heiliger, als wie jetzt fährt. Und er darf auch schauen, Mariella ist recht sachte und sagt auch, okay, das gehört dazu, dass das Pferd einmal durch die Gegend schaut. Das kennt sie auch schon vom Discapo. Er hat erfolgreich den Discapo immer im Gelände geritten. Und wir müssen dazu sagen, dass ja dass ich ja auch noch dran hänge. Ich wirke aber gar nicht ein, also ich möchte nicht einwirken. Aber wie gesagt, ich bin so ein Mensch, ich möchte kein Risiko eingehen, weil nachher gesagt, na hätten wir mal, das ist ein bisschen dumm. Und deshalb sind wir jetzt hier da auf Nummer sicher mit dem Führstrick. Und dass die Mariella auch locker bleibt, weil ein Pferd, dass du im Gelände reitest, Mariella, wie muss man da drauf sitzen? Entspannt. Entspannt, super. Genau. Der Schenkel hat trotzdem eine Bedeutung und der ist ganz, ganz wichtig beim Ausreiten. Und zwar, dass man dem Pferd immer signalisiert, vorn darf's gehen, hinten musst vorwärts. Jetzt gehe ich auch mal vorwärts, zeige ich das Gelände. Hier geht es jetzt im Wald, da gehen wir rein. Gut, hier kommen wir jetzt an eine Kreuzung. Von da kommen Autos. Und was das Wichtigste ist, bevor ihr ins Gelände geht, wenn das Pferd keine Haltparade machen kann, geht ihr nicht ins Gelände. Weil das ist entscheidend. Er sagt jetzt zwar, Mensch, warum geht es nicht weiter? Aber die Mariella sagt, nein, halt. Wir müssen erst hören, kommt der Auto, dann geben wir wieder das Signal. Okay, geht schon. Auch wenn man beim Reiten die Haltparade, wenn die versagt, weil man unter Spannung ist, reitet oder führt es wieder nach Hause, wenn die Haltparade nicht klappt. Das ist das Um und Auf im Gelände, dass wir das Pferd anhalten können. Weil seht ihr, jetzt kommt schon das erste Auto und wenn der einfach weitergeht, können wir ja nicht davon ausgehen, dass das Auto stehen bleibt. Wir können es einfach nicht. Die gehen davon aus, wir sind Straßen. STV. Oh, so, jetzt haben wir hier eine Art Hindernis. Und zwar nicht drü zum Drüberspringen, sondern zum Außenrum. Hier ist es wichtig, der linke Schenkel. Okay, vorwärts. Hier geht das Pferd sozusagen vom Schenkel weg. Bravourös weg. Sehr gut. Und dann kann man auch solche Hindernisse überwinden. Das ist ganz wichtig. Mariella, beim Ausreiten, was gefällt dir da am besten? Die schöne Umgebung. Ja, genau. Also schöne Umgebung. Und dass man eigentlich so mit dem Pferd eins wird, weil Natur und Natur zusammenkommt. Gell? Wir haben auch einigermaßen gute Böden. Die sind gut befestigt. Allerdings auch nicht zu steinig. Ich zeige sie euch mal. Das kann ein Pferd schon ohne Eisen bewältigen. Er hat halt jetzt gerade frisch die Eisen, also beziehungsweise das Ausschneiden bekommen. Also er ist frisch ausgeschnitten, darum geht er jetzt auch noch ein bisschen zaghaft auf die Steine. Also schauen wir mal, wie er da geht. Und das ist so ein Indikator dafür, dass man sagt, wir gehen nur Schritt im Gelände. Das Pferd kann sich gut ausbalancieren. Und bei solchen Böden
gehen halt auch die Sehnen und Bänder und Gelenke werden dann natürlich auch mitunter sehr angeregt. Und es kann auch schon sein, wenn ihr das galoppieren würdet, dass ihr da Steingallen bekommt, also sprich Hämatome im Pferd, also im Pferdehuf, und die dann schmerzhaft sind und auch erst wieder rauswachsen müssen. Im schlimmsten Fall bildet sich ein Hufabszess. Aber das merkt man gleich, weil da ist das Pferd dann stocklahm. Okay, wir machen jetzt weiter mit unserem gemütlichen Ausritt. Ah ja, das ist ein gutes Thema. Pferd drängt zum Gras und will im Gelände grasen. Was machen wir da? Beziehungsweise lassen wir das zu, Mariella? Nein. Nein, genau. Nein, wir lassen es nicht zu. Das Pferd hat zum Vorwärtsgehen und nicht zum Grasen. Wenn es zwischendurch einmal einen Schnapper in die Bäume macht, naja, das kann man fast nicht verhindern. Aber wir lassen es generell nicht zu. Und ihr seht jetzt schon, die Mariella kann jetzt einmal den Zügel länger lassen, dann kann er sich ein bisschen besser ausbalancieren. Genau. Aber er geht vorne echt, so dass man sagt, hui, die rohen Eier sind programmiert. Aber damit heißt es Gleichgewicht. Die kleine Muskulatur beim Ausreiten wird dann beim Pferd genauso aktiviert. Mehr mit dem Schenkel, Mariella. Genau, und vorwärts. Super. Und das ist halt etwas, wo man einfach sagt, nicht fressen, vorwärts heißt es. Aber trotzdem kann man das am langen Zügel regeln, denn der Schenkel ist ja auch eine Lenkhilfe. Will ich nicht, dass er ganz außen geht, dann wirke ich mit dem dementsprechenden Schenkel ein. Ja, schaut gut aus.